Werten. Das ist meine ganz alte Rüstung. Und statt Platz zu gewinnen, habe ich, ja. Gut. Schade, das ist leider keine Schmierstelle, an der ich... Nee, sieht auch leider auch nicht. Okay, gut, dann nicht. So, mit Zweien müssen wir noch sprechen. Hallo, Blutsverwandte. Habe gehört, dass ihr ein paar Banditen bei dem Angriff aufgeschlitzt habt. Es waren 8, nicht wahr? Ja, Muramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Ihr meint den Fluch. Sicher, ich helfe so gut ich nur kann. So bin ich eben. Die meisten unserer Krieger liegen krank in ihren Betten oder können gerade noch eine Axt halten. Mehr Banditen für mich. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich habe mit Namorod beim Vordertor trainiert. Er macht sich angreifbar für Konter, wenn er zu weit ausholt. Ich wusste immer, dass ihm das irgendwann schlecht bekommen würde. Aber er hat den Angriff überlebt. Also wird er in Zukunft darauf achten. Oder auch nicht. Dann stirbt er eben. Er sollte wirklich versuchen, darauf zu achten. Warum hat das Gift auf euch keine Wirkung gezeigt? Der Fluch konnte mich nicht vergiften. Nichts schafft das. Wenn ich auf neue Käfer oder andere Bestien stoße, ich glaube, der ist nicht einfach, weil ich sie nicht töte, sondern esse sie, um ihre Kraft zu erlangen. Manchmal denkt er, das wäre Fluch. Bestraft, aber man hat etwas erst dann richtig bezwungen, wenn man es in einem kleinen Loch im Boden verscharrt hat. In einem kleinen Loch im Boden, da lebt ein Hobbit. Warum lässt sie die Tore offen, wenn doch die Banditen immer wieder angreifen? Weil Banditen dumm sind. Sie denken, ein offenes Tor wäre eine Schwachstelle. Und deshalb laufen sie alle darauf zu. Aber wir mähen sie nieder, bevor sie es hineinschaffen. Was ist, wenn irgendwann mal die übliche Menge Banditen ankommt? Ich meine, ganz dumm ist es nicht, aber... Was, wenn sie Bögen hätten? Könnten sie euch dann nicht einfach abschießen? Das könnten sie, aber das tun sie nicht. Die mit Bogen schießen keine Pfeile auf uns. Daher stehen wir hier als Köder für die ohne Bogen. Und wenn sie dann kommen, verschönern wir das Pflaster mit ihnen. Ich hab's euch doch gesagt. Banditen sind dumm. Erklärt trotzdem nicht, warum die Bogenschützen nicht auf die... Egal. Hinterfrage nicht, was ein Ork tut. Kiste. Die schnappe ich mir einmal. Nein. Ich und Schloss knacken. Nein. Ja. Mittel. Aber schlechter. Gut. Dank eurer Hilfe hat die Festung überlebt. Das werden wir euch nie vergessen. Ja. Muramat hat mich gebeten, der Sache mit dem vergifteten Brunnen nachzugehen. Ich wünschte, wir wären zurück in den Minen. Trotz all der Spinnen. Zumindest ist Muramat im Langhaus sicher. Bitte nicht. Nicht zu den Spinnen zurück. Wo wart ihr, bevor alle krank wurden? Ich wurde von Scharnak Windel weichgeprügelt. Ich hole mir zwar immer blaue Flecken, aber es macht mich zu einem besseren Krieger. Ich bin sicher, dass die Hälfte des Dorfs gesehen hat, wie der Boden mit mir aufgewischt wurde. Ihr könnt jeden fragen. Das kannst du ihnen mir Beine machen. Nein, Masuna. Nein, bitte keine Spinnen. Alles. Von mir aus Skorpione. Skorpione haben auch so viele Beine. Lass es Skorpione sein. Gehe ich konform mit, aber bitte keine Spinnen. Und frag mich nicht, warum Skorpione gehen, aber Spinnen nicht. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie... Nee, Spinnen sind mir zuwider. Ihr scheint nervös zu sein. Gibt es etwas, das ihr mir nicht erzählt? Nein. Ich bin ein schrecklich schlechter Lügner. Jeder weiß das.
Schaut mal, der Häuptling wurde krank. Es gab da eine kleine Sache zwischen uns. Und ich möchte nicht, dass Moramat denkt, ich hätte ihn vergiftet. In Ordnung? Das wäre furchtbar. Es kann sein, Masuna. Vielleicht stehe ich eher auf dem Stachel, also ein Knubbel. Das klingt so falsch. Oh mein Gott, das klingt echt mega falsch. Oh. Was für ein Problem habt ihr mit dem Häuptling? Ist das einfach Moramat? Ist das so offensichtlich? Ich meine, nein, es ist etwas ganz anderes. Der Häuptling und ich waren verschiedener Meinung über den Wert der Mine. Aber wir haben die Angelegenheit geklärt. Wir sind in Handelsfragen nicht immer einer Meinung. Aber ich bin kein Verräter an der Festung. Ich würde nie etwas tun, um Moramat zu schaden. Ich hab's drauf, Masuna. Gott, meine Kinder werden sich in ein paar Jahren für mich schämen. Gut, ich habe noch keine, aber irgendwann werden sie sich für mich schämen. Sollten sie diese Videos im Nachhinein irgendwann mal sehen. Oh Gott. Hilfe. Warum seid ihr noch nicht von dem Gift betroffen? In den Minen vergeht anscheinend kaum eine Woche ohne Spinnenbiss. Mhm. Das gehört eben zur Arbeit dort dazu. Noch. Ich schätze, dass meine alten Bisse und meine Schwindelanfälle mich immun gegen das Gift machen. Ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen sollte. Ich habe immer Schiss, wenn dann plötzlich bei Clips ein Clip, zwei Clip, drei Clip stehen. Wobei zur Zeit... Na gut, an Halloween wurde ein bisschen was geklippt. Glaube ich. Aber ich glaube zur Zeit, das ist was Clips angeht, recht ruhig. Noch. Da betone ich das noch. Also drei von den Leuten finde ich extrem sass. Wobei eigentlich sind es so zwei, weil der eine ist einfach, glaube ich, nur doof. Ich glaube, der eine ist einfach nur doof. Was habt ihr herausgefunden? Wer hat gelogen? Namorod und Shanak meinten, sie hätten sich bei den Toren ertüchtigt. Daran erinnere ich mich. Sie haben sich stundenlang im Zweikampf geübt. Und die anderen? Schamane Sumpfschwarte meinte, er hätte Kräuter für seine Verbände gesammelt. Ja, er hat wochenlang wegen seiner Kräuter gejammert. Ich habe ihm schließlich gesagt, dass er mit seinem Gewinsel aufhören und sich holen soll, was er braucht. Er kam später mit einem Arm voll Pflanzen wieder. Wer sonst noch? Rakas hat Waffen im Lagerhaus inspiziert, während Shakur alleine in der Schmiede gearbeitet hat. Das ist seltsam. Ich habe Rakas nicht gesehen und ich war den ganzen Tag hier. Der Lehrling von Shakul weicht ihr selten von der Seite. Verflucht sei dieses Gör. Ich hoffe, ihre Gefühle für Gagak haben ihr keine Flausen in den Kopf gesetzt. Gagak? Wer ist Gagak? Der Bruder meines Mannes, der ihm die Führung streitig gemacht hatte. Rakas war sehr aufgebracht, als Gagak das Duell verlor. Doch das war vor fast einem Jahr. Ihr dürft sie meinetwegen gern zur Rede stellen. Wir müssen wissen, ob sie es war. Und wenn sie es war, was? Welche Gründe sie hatte. Gagak. Nicht Gargamel. Wir sind Pistol suchen. Nee. Ich glaube, die Pilzdörfer sind eher in Morrowind. Das sind da die Riesenpilze. Also nein. Noch nicht. Mich würde es aber nicht wundern, wenn irgendjemand in diesem Spiel tatsächlich Gargamel heißt. Ich werde herausfinden, warum Rakas gelogen hat. Der Verrückte wurde von Gargamel, der denkt, er sei ein Huhn. Was wollt ihr? Ja. Genau. Ich sag doch, das Ding hier ist sass. Was ist jetzt? Ja, wie sie gesagt. Ihr habt mich angelogen. Ihr habt dich die Waffen im Lagerhaus inspiziert. Wo ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich die Waffen wohl schon am Tag davor inspiziert. An dem Tag, an dem alle krank wurden, habe ich hier in der Schmiede gearbeitet. An dem Tag hat Shakur selbst in der Schmiede gearbeitet. Gut. Ich bin es gewesen, die die Festung vergiftet hat. Aber ich tat es nur zum Wohl meiner Leute. Ihr habt sie zu ihrem eigenen Wohl vergiftet? Niemand von meinem Blut ist am Gift gestorben. Es hat die Leute nur krank gemacht.
Genau wie es Gargak mir gezeigt hat. Sein Bruder ist nicht einmal geeignet, um über ein Plumpsklo zu herrschen, geschweige denn über unseren Stamm. Mohammed möchte mit euch sprechen. Ich bin mir sicher, dass sie das möchte. Glaubt nicht alles, was sie sagt. Gargak ist kein Monster und Häuptling Duschkul wäre nichts ohne Duschkul. Seine Weiber. Das kann der Mohammed selbst sagen. Ich glaube nicht. Okay. Ich hätte die halt einfach locker kriegen können. Ein Schwertstreich. Was? Egal. Wo ist Rakas? Das ist cool, was? War sie es? Gerade die IKEA-Einrichtung für Abteilung vor Besuchsstätte. Vielleicht. Bei der Namenwahl, ja, doch, könnte sein, ne? Sind zumindest ganz, ganz seltsame Namen. Wo ist Rakas? Achso, das hat. Ja. Rakas ist geflohen, sie arbeitet für Gargak. Was hat dieses törichte Ding nur getan? Kümmert euch nicht darum. Das ist cool. Schamane Sumpfschlange hat sein Gegenmittel fast schon fertig. Mohammed. Sobald Remans Trug sich erholt, werden unsere Krieger. Die neuen Bücherregale. Gargak und das ist cool. Spalten. Ich muss hier bleiben und zusehen, dass mein Mann sich erholt. Falls ihr dazu jetzt fehlt noch wärt, solltet ihr Gargak aufspüren und seinem Wahnsinn ein Ende machen. Wetten, Masuna, wetten, das gibt's auch noch. Wo könnte Gargak sein? Sharnak meinte, die meisten Angriffe wären von Norden her erfolgt. Es gibt mehrere Höhlen, eine alte Mine und einen verfallenen kaiserlichen Turm in dieser Richtung. Wenn ihr Gargak findet, dann tut alles, was ihr tun müsst, um ihn aufzuhalten. Ihr habt dafür alle Befugnisse meines Mannes. Und meine Befugnisse. Kack. Ich werde Gargak aufhalten. Und wie wir das werden. Oh, nice. Ja, ich wollte nur gucken. Ich dachte, ich hätte ein Buch gesehen. Habe ich aber nicht. Ich dachte, da wäre was. Ach, da hinten müsste, glaube ich, eine Kiste sein. Huch. Dafür wir gelernt sein. Da ist ein Buch. Hi. Ich brauche Hilfe. Dies war es mir auch wert. Verteilen. Oh. Gargak. Was haben wir denn hier? Ich bin hier im Namen der Festung Borkenbiss. Kennt ihr den Kodex von Mauloch? Es ist ein einfacher Kodex, aber ich lebe nach ihm. Du sollst nicht stehlen, also bemühe ich mich um Eroberungen. Du sollst die von deinem Blut nicht töten und niemand von ihnen ist durch meine Angriffe umgekommen. Ja. Du sollst nicht ohne Grund angreifen, aber ich habe mehr als genug Gründe. Warum habt ihr einen Grund, euer eigenes Volk anzugreifen? Als mein Vater verstarb, sollte ich sein rechtmäßiger Nachfolger werden. Doch dann hat mein kleiner Bruder mich um die Führung der Festung herausgefordert. Zwei Intrigantinnen haben ihn dazu angestiftet, damit er sie zu seinem Jagdweib und seinem Schmiedeweib macht. Sie wussten, dass ich sie nicht respektierte. Die Version der Bibel, wenn Orks mehr Vernunft als Christen haben. Orks sind die besseren Christen. Die Niederlage bei eurer Herausforderung entschuldigt nicht, was ihr getan habt. Nicht durch das Geschick meines Bruders. Sein zukünftiges Schmiedeweib bestand darauf, dass wir gleiche Waffen verwenden. Als wir kämpften, wurde mir schwindelig. Meine Hände brannten und ich konnte kaum das Heft halten. Doch ich kämpfte weiter und war kurz davor, meinen Bruder niederzustrecken, als mein Schwert zersplitterte. Ihr glaubt, dass die Klinge sabotiert wurde? Es gibt keine andere Erklärung.
Das Jagdweib hat den Griff vergiftet und das Schmiedeweib sorgte für eine Klinge, die in ihrem ersten Gefecht zerbrach. Mein Bruder muss es gewusst haben. Ich hörte, sie wären letzten Monat bei irgendeinem Brand gestorben. Eine Schande, dass sie nicht sehen werden, wie ich Rache nehme. Okay, sollen wir ihn töten oder sollen wir lieber fragen, ob wir nicht weiteres Blutvergießen verhindern können? Oder halt, ob es einen anderen Weg gibt. Tod oder Diplomatie? Im Moment, wenn meine Großmutter jetzt erst die Nachricht liest, die ich vor 2 Stunden geschrieben habe. Und wahrscheinlich heißt es daher, das habe ich wieder nicht gesehen. Ich habe wieder angebeckert, warum ich nicht direkt angerufen habe. Großmutter. Ah, Tod oder Diplomatie. Meine, deine Geschichte klingt ja eigentlich recht plausibel. Gut, ihr entscheidet euch ja eh meistens eigentlich für den Tod, ne? Ich glaube, ich würde tatsächlich... Ich glaube, wir gehen auf den diplomatischen Weg. Ja, machen wir. Gibt es dann keinen Weg, weiteres Blutvergießen zu verhindern? Ich wüsste nicht wie. Es ist mein Geburtsrecht zu herrschen und mein Bruder steht mir im Weg. Warum über die Festung Burkenbiss herrschen? Warum nicht hier? Was meint ihr damit? Ich soll meine Söldner hier in diesem Turm ansiedeln? Er hat sicher eine zentrale Lage. Er überblickt einen Engpass zu allen Ecken von Walenwald. Aber nein, ich bin ein Ork von Remans Trug. Ohne eine Mine, in der man Erz abbauen kann, wäre ich nichts neben meinem Bruder. Mohammed meint, jetzt gäbe in der Nähe eine kaiserliche Mine. Eine erschöpfte kaiserliche Mine, soweit ich weiß. Diplomat. Und sie ist mit Trollen verseucht. Ich weiß, es wird kein leichtes Unterfangen, sie zu verscheuchen. Ich schätze, dass ich meinen Bruder in der Festung verrotten lassen kann, falls es Erz in der Mine gibt. Aber ich bräuchte Beweise dafür. Ich werde die Mine nach Erz absuchen. Und ich werde jemanden, dem ich vertraue, losschicken, um euch an der Mine zu treffen. Ich kann mich nicht einfach auf euer Wort verlassen. Ich bin sicher, dass ihr das versteht. Aber ich werde meine Söldner von Remans Trug zurückhalten, bis wir herausfinden, ob es Erz in dieser Mine gibt. Das schwöre ich euch. Kein Erz für einen Trost. Solange es dann nicht wieder Spinnen gibt. Huch. Oh Gott. Hätte nicht erwartet, euch wiederzusehen. Servus. Ich bin froh, dass ihr wegen Gargak zu Sinnen gekommen seid. Ja. Er hat mich gebeten, gefundenes Erz zu prüfen. Bringen wir es hinter uns. Okay. Wie groß ist die Mine? Nicht groß. Aber voll mit Trollen. Dann freu dich in im Spiel betrachtet, hat man dann auch ein riesen Minen. Alter, war so nah. Das ist besser. Was? Ich habe das schon oft gefragt. Wie fallen dir solche Sachen nochmal ein? Gefappelt, ja, lange Erfahrung mit einer Prise, Verdrängung von Logik. Okay, das erklärt's.
Hoch. Sag mal. Einfach einen Fuß hochheben. Dann kommt man auch über die Bretter. Was haben wir denn da? Hm. Drei Jahre, das werde ich mir gucken. Das ist Eisenerz. Ich werde ein paar Proben nehmen. Geht und sagt Gargak, dass wir mit diesem Erz die besten Waffen in Gratwald haben werden. Hm. Vor allem die besten, wie sie einfach direkt von ausgeht, die besten. Hoch. Okay, wir werden nicht verfolgt. Ihr mir Beweise gebracht? Was hat Rakas gesagt? Rakas meinte, ihr würdet die besten Waffen in Gratwald haben. Sie würde so etwas nicht ohne Grund sagen. Mit hochwertigem Metall könnte ich diesen Turm als mein neues Heim instand setzen lassen und noch mehr Gewinne einfahren als mein Bruder mit seinem Zinn. Ich bin ein Ork, der sein Wort hält. Mein Streit endet hier und heute. Sehr gut. Okay. Dann haben wir Gratwald fertig. Also bis auf die Sachen, die jetzt hier fehlen. Aber die würde ich dann wahrscheinlich irgendwann bei Zeiten, wenn wir die Bücher suchen, nachholen. Dann können wir jetzt tatsächlich ins nächste Gebiet. Wir haben es tatsächlich mal geschafft. Ja. Na, wie vielen Wochen? So gut wie ausgelöscht. Ich hörte die Dämmerung weit weiter. Ja. Ja. Ich glaube, wir waren mindestens 2 Monate hier beschäftigt. Da hinten ist noch was. Oh. Aber da würde ich wahrscheinlich eher warten. Mit Kitty nochmal hinzugehen. Das lasse ich einmal so. Wurmwurzel tiefen. Doch, das hatte ich fertig. Dann diese Ecke. Hier ist nichts. Und auf nach Grünschatten. Wir sehen endlich was anderes. Wupp, wupp. Ich glaube, wenn ich mich noch recht an Grünschatten erinnere, war das sogar eins meiner Lieblingsgebiete. Ist aber auch schon wieder riesig. Oder aber ich glaube, kleiner als das hier. Da. Nimmt sie nicht viel.
Ja, aber wir sind jetzt hier in dem Gebiet. Eigentlich würde ich... Das hatten wir. Schmiedestelle. Wobei, warte mal. Wird zweihändig. So. Ich bin so eigenhändig an die Ewigkeit. Ich arbeite gern zweihändig. Eigenhändig kann doch jeder. Ich weiß, Masuna. Ich weiß. War auch so beabsichtigt, tatsächlich. Ja, was dagegen? Sarina, okay. Ich habe da eine interessante Geschichte gehört. Nicht schon wieder eine eurer Geschichten. Die Waldelfen tief im Wald erzählen, dass ein Wesen namens Wildkönig existiert, das Walenwald formt. Mich enthält mich. Aber warum denn? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja gut, das kann ich wiederum verstehen. Wer will denn schon enthaltsam sein? Ach, Masuna. So. Ich habe da eine. Yay, ich habe wieder Platz im Inventar. Nicht schon wieder eine eurer Geschichten. Die Waldelfen tief im Wald erzählen, dass ein Wesen namens Wildkönig existiert, das Walenwald formt. Für mich klingt das nach jeder Menge Aberglauben. Und damit habe ich das hier sogar fertig. Da sehe ich auch gerade nichts mehr, was ich da reinpacken könnte. Grüße, auserwählte Agentin von Königin Eiren. Wir haben euch erwartet. Was benötigt ihr? Königin Eiren schickte eine Botschaft, die eure Ankunft ankündigte. Und Befehle. Ihr seid hier, um den Stab des Magnus zu sichern. Wo ist der?
Er ruht wohlbehalten in unserem alten Gewölbe unter der Stadt. Wir lassen ihn Tag und Nacht bewachen. Wenn ihr bereit seid, werde ich euch ins Gewölbe führen. Na gut, dann mal los. Wenn ihr mir bitte folgen würdet. Thank you.